Kennst du das Gefühl, du hast einen Ball am Fuß und dir gehen unfassbar viele Gedanken durch den Kopf? Was mache ich mit dem Ball? Und auf einmal ist der Gegenspieler schon da und der Ball ist weg. Hier ist einfach eine richtig geile Handlungsschnelligkeit gefragt. Und in dem Video zeige ich dir 4 Übungen, mit denen du zu Hause deine Handlungsschnelligkeit trainieren kannst. Du brauchst dabei keinerlei Equipment. Erste Übung, genial fürs Warm-up, sieht gleich so aus. Ich bin in Bewegung. Wenn du zu Hause mitmachst, dann hoffe ich jetzt natürlich auch oder fordere viel mehr von dir, dass du jetzt auch in Bewegung bist. Und Lukas gibt mir gleich Ansagen, sprich, er nennt mir eine Richtung und ich mache jeweils 2, 3 Schritte dorthin und gehe dann wieder zur Mitte. Vorne, rechts, hinten, links. Lukas, erste rechts, Ansage. Links, hinten, vorne, links. Gut, okay, reicht schon. Wir bleiben beide gleich in Bewegung. Im nächsten Step werden noch Farben dazu gesagt. Und zwar grün und dann die jeweilige Richtungsansage heißt, wir gehen in die Richtung. Also grün vorne heißt, 2, 3 Schritte nach vorne, wieder zurück. Wenn Lukas auch noch rot dazu sagt, dann heißt es Gegenteiltag. Sprich, rot links heißt, ich gehe nicht nach links, sondern nach rechts. Lukas, auf geht's. Rot vorne. Ja, habe ich schon ganz kurz gezögert. Grün links. Grün vorne. Rot links. 2 noch. Rot hinten. Ja. Grün links. Da steht noch ein bisschen Zeit gelassen mit der Ansage, gell? Okay, gut. Jetzt kommen noch 2 weitere Farben hinzu. Blau und Gelb. Blau heißt Drehung nach rechts, also über die rechte Schulter mit dem Uhrzeigersinn, muss ich gerade selber überlegen. Gelb heißt Drehung nach links gegen den Uhrzeigersinn. Die ersten 2 Ansagen bleiben auch weiterhin. Auf rot vorne gelb. Ich mach gleich eine dritte Ansage. Okay, gut. Grün rechts. Ja. Rot links. Blau. Blau noch hinterhergeschossen, 2 Stück noch. Grün rechts. Ja, und komm, eine noch. Rot hinten gelb. Gut. Okay, also du siehst bei der Übung, das ist nicht nur eine Übung für denjenigen, der hier am Marschieren ist und mitdenken muss, sondern auch für denjenigen, hier für den Lukas, der die Ansagen gibt. Also es war die erste Übung, Warm-up und gleichzeitig kognitive Herausforderung, dass du einfach geistig schon wach wirst. Es gibt auch eine sehr, sehr interessante Studie, die verlinken wir dir hier unten, die einfach zeigt, wenn ich in meinem Warm-up schon einen gewissen kognitiven Stress auslöse, nicht too much, aber ein bisschen, dann führt es dazu, dass in der Folge das motorische Lernen einfach ja, schneller und besser vorangeht. 2. Übung, ein absoluter Soccer Kinetics Klassiker. Der Polizist, ich kann mir gut vorstellen, dass du die Übung schon zu Hause gesehen hast, wenn nicht, hier jetzt die Premiere. Und zwar, du nimmst einen Arm, bewegst ihn nach oben und nach unten, egal ob rechts oder links. Anderen Arm nehmen, hoch, Seite runter, hoch, Seite runter. Und jetzt, was passiert? Dreimal das Rad. Wir versuchen beide Bewegungen gleichzeitig auszuführen und lösen dadurch ja ein neuronales Chaos im Kopf aus. Aber das ist eigentlich sehr, sehr positiv, weil sich dadurch die Nervenzellen richtig gut vernetzen und wir dadurch auch ja, geistig leistungsfähiger werden. Zum einen auf dem Spielfeld, aber zum anderen auch in Schule, Studium, Beruf und so weiter. Aber genug geschwafelt, so soll die Übung aussehen. Und wenn du jetzt die Übung zum ersten Mal machst, dann wird es vielleicht noch nicht so flüssig aussehen. Keine Sorge, darum geht es gar nicht. Es geht vor allem um den Step von, hä, ich check die Bewegung nicht, bis zu dem Punkt, ich bin einigermaßen kompetent in der Bewegung, weil entlang von diesem Prozess profitiert das Gehirn am meisten. Wenn du die Übung dann raus hast, dann wechsel einfach mal, wenn du zum Beispiel hier auf der einen Seite den Dreier-Step gemacht hast, mach dann einfach auf der anderen Seite den Dreier-Step. So kannst du die Übung sofort für dich erweitern. Die nächste Übung nennt sich der Lückenkämpfer, angelehnt an die deutsche Sprinterin Gina Lückenkämpfer. Ich habe die Übung mal bei ihrem Warm-up gesehen. Die sieht so aus, sind auch wieder 2 vorbereitende Bewegungsaufgaben und dann die finale Bewegungsaufgabe ist dann die eigentliche Übung. Wir fangen erstmal so an, dass unsere Füße hier den Scheibenwischer machen, also Fußspitzen zeigen nach außen und nach innen. Nächster Step, wir nehmen die Arme nach oben und gehen in einer Longline-Bewegung vor und zurück.
Und dritter Step, wieder beides gleichzeitig. Und du merkst auch hier, es sind vor allem diese koordinativen Herausforderungen, die für das kognitive Training ja als eine Art Motor fungieren. Und zwar, ich gehe hier unten mit den Füßen wieder in den Scheibenwischer und oben versuche ich die Longline-Bewegung zu machen. Und du kannst auch gerne mal anfangen, mit einer anderen Frequenz zu spielen, dass du zum Beispiel sagst, okay, du machst unten die Bewegung langsamer und oben bleibst du im Tempo oder du machst es genau andersrum. Also auch hier immer dann, wenn du die Übung gut beherrschst, wenn sich ja eine Art Monotonie aufbaut, wenn kein Reiz mehr da ist, dass man irgendwie eine Challenge sieht, dann solltest du die Übung unbedingt auch herausfordernder machen, weil einfach dann dein Gehirn ungemein von dieser Art von Übungen profitiert. Übung Nummer 4 ist der Kasachok. Ich würde auch sagen, ein echter Soccer Kinetics Klassiker. Übung sieht so aus: Arme vor dem Körper kreuzen, in die Hände klatschen, Arme hinter dem Körper kreuzen. Das sind diese drei Bewegungen. Die wiederholst du am besten direkt mal mit mir. Also Bewegung 1, 2, 3. Ich drehe mich extra für dich um, dass du siehst. Also du musst dich, wenn du es zu Hause nachmachst, nicht umdrehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt hatten wir immer die Reihenfolge. 1, 2, 3. Ich habe es auch immer dazu gesagt. Jetzt probieren wir hier eine dynamische Reihenfolge mit einzubauen. Das heißt 1, 2, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2, 1, 2, 3. Also nach jeder Runde fängst du quasi eine Etage weiter oben an. So, ich mache es mal ganz langsam. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Wenn das zu schnell war, spur gerne noch mal ein bisschen zurück und schau es in Ruhe an. Grüße gehen raus an Matthias Nowak, bei dem ich die Übung zum ersten Mal gesehen habe. Auch diese Übung unfassbar wertvoll für die Leistungsfähigkeit von deinem Gehirn. Zum einen auf dem Platz in puncto Handlungs- und Gedankenschnelligkeit und zum anderen, und das finde ich wirklich eine geniale Sache, auch für dich, wenn du Schüler bist, Student bist oder Arbeitnehmer, Angestellter, wie auch immer, du bist einfach auch in deinem Alltag oder in deinem Berufsleben leistungsfähiger. Und nochmal, alles Übungen, die du zu Hause, in der Mittagspause, vor dem Training, wie auch immer, kurz durchführen kannst. Also, und wenn du jetzt nach weiteren Übungen suchst, dann kann ich dir unser Lukas Soccer Kinetics Buch empfehlen. Inhalt ist kostenfrei, wir verlangen lediglich Druck- und Versandkosten. Ich wünsche dir jetzt viel Erfolg mit den 4 Übungen aus dem Video. Bitte komm auch unbedingt in die Umsetzung. Es ist eine Sache, sich die Videos anzuschauen, sich irgendwie berieseln zu lassen, aber auch wirklich in die Umsetzung zu gehen, das machen die wenigsten. Von daher, keep going. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg zu deiner Peak Performance im Fußball. Hau rein, mach's gut, dein Alex. Ciao.